In Schwarzenberg werden in den kommenden Tagen neue Aktivitäten im Schlosspark zu beobachten sein. Unter Aufsicht eines Stadtförsters wird eine Forstfachfirma aus Lauterbernsbach in ausgewählten Bereichen den Bewuchs entfernen. Das dient der Grundlagenermittlung für die Vermessung und die Baugrunduntersuchung. Denn in Zusammenarbeit zwischen dem Eigenbetrieb Kultur des Erzgebirgskreises und der großen Kreisstadt Schwarzenberg wurde ein Konzept erarbeitet, das die Sanierung und Umgestaltung des Parks des Schlosses in Schwarzenberg zum Inhalt hat. Schwerpunkte des Konzepts liegen dabei beim Ausbau des Kernwegesystems, der Wiederherstellung von Aussichtspunkten und bei der Umgestaltung der Hangvegetation. Letzteres ist vor allen Dingen für die Nachhaltigkeit bei der Pflege des Parks von Bedeutung. Der Altbestand an Bäumen soll dabei, allein schon aus Gründen des Denkmalschutzes, so weit wie möglich erhalten bleiben. Der Erzgebirgskreis und die große Kreisstadt Schwarzenberg einigten sich darauf, dass die Auftragsvergabe für die Planung und die weitere planerische Betreuung durch die Stadt Schwarzenberg erfolgt. All dies natürlich in ständiger und enger Abstimmung zwischen den Partnern. Der Planungsauftrag wurde an Landschaftsarchitekten aus Weimar vergeben. Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine detaillierte Planung für die Bau- und Pflegemaßnahmen des Parks zu erhalten.